Weil ich glaube, dass die ganze Steinbock-Jagd, die wären schnell vorbei gewesen, eigentlich für mich. Einfach so vom, also eben das Ganze, das Erdullen, Erleiden und so weiter und jeden Tag und wieder, das wäre ja alles weggefallen, wenn man am zweiten Tag den Bock schon gehabt hätte. Und es hat einfach nicht die Bedeutung, wie die Jagd, wie sie heute für mich hat. Das war wirklich ganz, in meiner Meinung ganz entscheidend gewesen, dass wir eben dort nicht Erfolg hatten. Und am nächsten auch nicht. Mehr, die nächsten alles zusammen auch nicht. Oder? Und aber immer wieder gegangen, hergegangen. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, hoppla, das wird, das kann sogar eng werden, oder? Ganz sauber, ja. Ganz sauber, gell? Mir ist eigentlich immer gut gegangen, ja. Wir haben nie ein Problem gehabt, aber an dem Morgen ist mir auch wirklich schlecht gewesen. Also ich habe wirklich gedacht, man fast pünktlich, ich muss vielleicht noch erbrechen oder so. Wirklich, ist mir einfach ganz mies gegangen, also wirklich. Und schon dort rauf zu laufen, also nur schon der erste Teil, wo man am Bach noch eigentlich drauf kann, wo natürlich wo viel Schnee hat und Eis auf dem Weg. Wir haben auf dem Weg hast du gar nicht laufen können. Du konntest nur nebendurch dich irgendwo durch das Zeug aufhängen. Das war schon anstrengend gewesen. Und eben, es ist mir einfach nie besser geworden, immer schlecht gewesen. Die Böcke ausgespiegelt haben. Er hat gesagt, ja gut, dort oben sind die Böcke. Das heisst, sprich, dort rauf, wenn wir einen Bock haben, müssen wir dort rauf. Und ich habe schon gesagt, wo ich dort rauf geschaut habe. Ich habe gesagt, ja, es ist dort rauf, ich, in diesem Zustand sowieso noch. Also eigentlich gesagt habe ich eigentlich nichts mehr. Ich habe praktisch nur noch wirklich funktioniert dann und bin einfach gegangen. Ja, ich hatte natürlich im Vorfeld die Hochwildjagd. Da bist du körperlich mal auch schon gefordert. Und da bin ich eigentlich ja, mit einer konditionellen Grundbasis für einen Bergler natürlich immer noch grottenschlecht, aber für einen Unterländer auch ansprechend. Bin ich in die Steinbockjagd hineingegangen. Und darum war ich noch guter Mut. Aber eben, ich habe nicht gewusst, dass es so streng ist. Da sind wir jetzt in einem Gebiet, wo es wirklich, könnte auch gefährlich werden, ist schon klar. Also, ja. Absturzgefahr ist natürlich auch gegeben in diesen Felsen. Was ich natürlich gewusst habe im Vorfeld, dass ich eben so früh in Süd bin, zum Zernetz herum wird er jagen können. Und es ist bekannt, dass das Gebiet natürlich wirklich ganz ein strenger Hund ist. Eigentlich verrückt eben in meiner Situation. Aber probieren angehen, oder? Ja, positiv immer ist. Und hätte es aber nie gedacht, dass es so ein Krampf ist. Und ich bin, ja, muss man schon sagen, also ich bin wirklich, ja, als Limit und ich habe das Gefühl, sogar teilweise bin ich auch ein bisschen über mein Limit eigentlich gegangen. Das muss ich auch sagen. Der Peter hat gemerkt, dass es für mich dann da wirklich also als Limit oder über das Limit geht. Dann haben sie gesagt, ja, bis zu dem Stein rauf, da sind dann etwa 100, 150 Meter drauf, dort rauf müssen wir, damit wir überhaupt herkommen.
Und für mich ist eben, ist das Klettern gewesen. Also ich habe praktisch auf allen Vieren schon drauf. Irgendwo sind wir an den Stein hergekommen. Ich habe ja wunderbar geschafft, oder? Ja, dann hat dann der Golf, der dort auch dabei war, hat er gesagt, ja, wir müssen noch weiter, wir müssen noch mal 200 Meter weiter rauf, bis zu dem anderen Stein rauf. Also dann halt wieder rauf. Und als ich dann dort oben war, habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Er hat Peter, die haben sich wirklich abgewechselt. Hat dann der Peter wieder gesagt, ja, wir müssen dort hinten, können schauen, wir müssen da noch mal das Loch auf, oder? Ja, aber was ich natürlich nicht gewusst habe, die haben das natürlich ganz bewusst gemacht. Also, das ist für mich eigentlich in das Licht geführt und immer so Schritt für Schritt und Schritt aufgetrieben eigentlich. Also die haben das eigentlich ganz schaurig clever gemacht. Wir kommen wirklich um den grossen Stein herum und auf einmal sind die Böcke oben. Und zwar sind nicht einer, sondern sind ja vier oder fünf, ich weiß gar nicht mehr. Wo dort sind. Und dann natürlich ist es darum gegangen, für mich irgendwie eine Position zu finden. Was krass und schwierig war, weil das ist so steil runter. Ich habe mein rechtes Bein, irgendwo muss ich Tritt haben. Ich habe aber keinen Tritt nehmen. Und das war natürlich dann unglaublich. Da ist der Peter, der Vorlauf, der war unter mir. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe bei ihm auf seiner Achsel oder er hat mir irgendwie oder so das Bein hergegeben oder gar mit den Händen, dass ich irgendwie einen Tritt habe. Hey, du musst, wenn du zu mir ehrlich hättest, dann mit dir könnte ich auf. Ich finde es jetzt so gehen. Jetzt kommt er wieder zurück. Du musst erfahren, Warte. Jetzt musst du schiessen. Vermutlich etwas, das entscheidend war, sicher das. Die haben uns von früher auf und von unten haben die uns natürlich gehabt. Die haben die dann gewusst, oder? Da kommen die Jäger. Oder da kommen die Leute. Oder? Und die haben sich auf dem grossen Weg, wo wir da drauf sind, haben sich die irgendwie an uns gewöhnt, offenbar. Oder? Und da kommt dazu, dass natürlich in diesen Felsen oben fühlen sich einfach auch sicherer. Oder? Wenn man sanft hier fliegt, dachte Golf. Hey. Aber für mich persönlich hat es nichts gegeben, was mich so berührt hat wie die Steinbockjagd. Und für mich ist es einfach die Steinbockjagd. Das ist die Jagd meines Lebens. Und da ist nichts, aber nichts, nur annähernd, so nachhaltig und so tief gegangen, wie die Steinbockjagd. Oh, nee. Das ist nicht. 10 Jahre wieder. Das ist eine harte Sache. Das können nur Jäger überhaupt verstehen, dass das überhaupt also etwas macht. Aber nicht Jäger, der würde etwas so nicht mal dran denken. Oder? Also das ist. Das können nur Jäger verstehen. Definitiv. Ja. Aber ich glaube, Jäger können das gut nachvollziehen. Ein Teil. Was soll ich bitte?
meine Jagdhelfer, man jagt natürlich für das Ziel, das ist, ja, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich schlussendlich kennengelernt hätte, den Bock gehabt hätte, das Erlebnis an sich wäre natürlich genau gleich faszinierend gewesen, ja, gar keine Frage. Aber auch wenn es so einen krönenden Abschluss gibt, dann ist es natürlich extrem. Also da, ja, das sind Emotionen, das ist unglaublich, was in einem vorgeht, wenn das all mit diesen Anstrengungen, wo man da auf sich nimmt, das merkt man eigentlich erst, dann, wenn man es dann erreicht hat, eben, dass man eben vermutlich eben etwa die ein über seine Grenzen gegangen ist. Ja. Meine erste und einzige Steinbockjagd ist erfolgreich. Wer hat das? André. Ja. In Bündnerland kann man das eben nicht kaufen, darum macht es das eben auch so wertvoll. Oder? Man muss da wirklich in dem Sinn qualifizieren, wie man sagt. Schau mal. Und darum ist es etwas ganz Spezielles. Das ist ein hoher Lugenentobel. Ja, grausam. Wenn ich da oben schaue, sage ich, nein, da bin ich ja nicht raufgekommen. Das weiss ich, bin ich froh. Ja, sag nichts. Was du eigentlich sagst, sag nichts, ich froh. Wirklich. Ich bin auch durch Sachen rauf, die ich nie würde gehen. Einfach so. Also auch nicht mit Waffen. Also auch ohne Waffen überhaupt. Also darauf würde ich einfach nie gehen. Okay. Wir sind auf fast wieder Höhe. 284. 2500 Meter ungefähr ist der Steinbock. Was die sagen ja genau wie viel? Ja, die Koordinaten 2635. Ah, ja. Aber mit Trophäenjagd hat es überhaupt nichts zu tun. Ich hatte einen Bock frei. Also ein Alter hat dort geheißen, zwischen 6 und 10-jährig. Also 11 plus haben wir nicht können bejagen, weil es hat zu wenige Böcke, die einen freigeben. Und schlussendlich war es ein 8-jähriger. Also da ist es nur darum gegangen, ist es zwischen 6 und 10. Was für einen das ist, ist das völlig gleich. Also mir spielt das wirklich überhaupt keine Rolle. Trophäenjagd ist das in dem Sinn, ist das sicher nicht. Ich glaube mal, dass man überhaupt kann auf den Steinbockjagd gehen kann. Das ist ein grosses Privileg. Also dort muss man dankbar sein für alle. Sagt das auch Verband und das Amt der Bündnerjäger, wo das überhaupt ermöglicht, dass man überhaupt kann auf den Steinbockjagd gehen kann. Also dort ist natürlich schon mal eine grosse Dankbarkeit. Denen gegenüber, das muss man schon sagen. Das ist ein grosses Privileg, das wirklich nicht selbstverständlich ist. Oder? Aber die Dankbarkeit geht natürlich viel weiter. Es geht alle, die da natürlich mitgemacht haben. Und ja, das ist eben natürlich eben. Der Peter natürlich, von Off in erster Linie. Der Wolf, der dort auch gerade dabei war. Ja, da kann man natürlich wirklich nur dankbar sein. Oder? Das ist so. Dass sich da der Bock geopfert hat, schlussendlich für mich, ist natürlich auch eigentlich auch eine Art von Dankbarkeit gegenüber dem Bock.
Hey Mario, der Film? Der läuft immer noch. Wir haben ihn.